Hey ho, und weiter geht's mit Shakes & Fidget, heute mal wieder auf Server U5 am Start. Denn wir sind an einem Punkt angekommen, an dem ja die meisten Spieler vermutlich aufhören, und zwar die Dungeon-Pause. Und ja, ich bin jetzt seit ungefähr ja, 2 Leveln in Dungeon-Pause. Ich hatte zwischendurch nochmal ein Kalender-Level-Up und ja nochmal eins durch die Alu. Bin jetzt mittlerweile Stufe 362, wie man sieht. Auch relativ knapp vorm Level-Up wieder, also ja, ich sag mal ungefähr noch ein Drittel. Habe aber meine Alu bereits für heute durch. Und ja, starte jetzt in die Dungeon-Pause. Hier nochmal ein kurzer Überblick über meinen Char bzw. meine Festung. So sieht's aktuell aus. Bin relativ zufrieden. Wichtig war mir auf jeden Fall, die Akademie vorher noch zu maxen bzw. auf 20 zu leveln. Und dann geht jetzt bald bei mir, vermutlich morgen, wenn das Festungsevent startet, ja, bei mir auch die Ritterlauf 20. Und dann werde ich auf jeden Fall die Schatzkammer auch nochmal ein bisschen hochziehen. Mit der Mine möchte ich aktuell noch ein bisschen warten, das sind halt aktuell nur temporäre Stats, beziehungsweise ja keine Base-Stats, die einem die Edelsteine geben. Und ja, ich denke, so richtig wichtig wird das erst nach der Dungeon-Pause. Ja, ansonsten, was kann ich noch herzeigen? Unterwelt, klar, ne, Zeitmaschine auf 15 auch noch wichtig, um halt eben wirklich die maximalen EP rauszuholen. Aber was ist jetzt mein Plan? Ich bin mit 360 reingegangen, ich habe das Gefühl, 370 ist ein bisschen spät. Da wir wirklich schon ja, nicht mal 3 Monate in der Dungeon-Pause sind, sprich relativ wenig Alu gespielt haben und viele Dungeon-Gegner gelegt haben, hier habe ich an den Hammer auch gelegt im Postfach. Übrigens haben wir tatsächlich heute mal wieder einen Kampf gegen die Tavernenflotte gewonnen, nachdem die uns aktuell wirklich ehrenlos abfahren. Nee, Spaß, aber also aktuell zerlegen die uns wirklich, GG an Tuni und seine Leute, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr krasse Leistungen. Dass die, obwohl wir so einen krassen Vorsprung am Anfang hatten, uns ja jetzt so eingeholt haben und uns auch aktuell ja tagtäglich eigentlich auch besiegen in den Gildenkämpfen. Heute, ja, ich weiß nicht, habe mir den Kampf jetzt nicht angeguckt, habe nur gesehen, dass wir den gewonnen haben. Aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall auf weitere Kämpfe gegen die Tavernenflotte. Aber gut, kommen wir zurück zu meinem Plan. Ich bin so mit Level 360 rein, 360,5 ungefähr, kurz nachdem ich an den Hämmerer gelegt habe. Um mir eben halt noch Daimlatz, also Schattenpad zu holen. Und mein Plan ist es, so ungefähr bis 470 drin zu bleiben und dann Richtung Level 505 vielleicht sogar 500, ja 510 wird glaube ich ein bisschen zu viel, aber so 500 bis 505, je nachdem wie viel ich legen kann, wie es da mit der Mine aussieht, ob da vielleicht ein legendärer Dungeon zu dem Zeitraum ist und, also ich möchte mich eigentlich beim legendären Dungeon dann komplett neu equippen. Dann einmal die Dungeons halt durchballern, ja, gelegentlich dann nochmal eine neue Waffe blättern halt, wahrscheinlich dann im Waffenladen eher. Und mich dann mal am Ende von der Dungeon-Pause halt auch nochmal komplett neu equipen im legendären Dungeon. Also ja, möchte ich eigentlich so gut wie möglich da meine Dungeon-Pause beenden, sprich irgendwo so im Bereich 470 rum. So, danach wird dann natürlich straight auf Gold gewechselt, also Quests auf Gold. Um dann halt erstmal ordentlich Stats zu farmen. Aktuell merke ich, ja, farmt man nicht relativ viel. Also mit der normalen Alu macht man echt wenig Gold, vor allem wenn man halt eben auf EP spielt. Ja, macht man da wirklich sehr, sehr wenig. 10 Mio ist halt jetzt aktuell noch relativ teuer. Wenn jetzt ein Gold-Event da ist, kann man da schon ein paar Gold-Stats, ein paar Stat-Points mal nicht mehr farmen. Aber gut, das wären auf jeden Fall meine Pläne. Ich baller jetzt hier nebenbei noch einen legendären Dungeon durch, beziehungsweise ja, habe ich ja hier noch meinen Free-Try. Ja, habe überlegt, heute am Donnerstag vielleicht nochmal ein bisschen was zu machen, aber ich dachte mir, gut, wie man sieht, mein Inventar ist relativ voll, dass ich damit warte und das dann erst am Freitag mache, wenn wieder Hexentanz-Event ist, um dann halt eben ja, direkt die Items alle für doppelten Goldwert zu verkaufen, zumindest jetzt die Items, die ich nicht brauche. Die günstigen legendären Items, die hebe ich mal auf, weil ja, die jetzt in den Kessel zu werfen für 1, 2, 3 Millionen lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Da, ja, werfe ich die dann lieber ins Klo und heb mir dann die legendären oder die, ja, die ein bisschen mehr geben, halt eben auch für den Hexenkessel, um ja halt eben wirklich das Maximale rauszuholen. Man muss wirklich sagen, IO5 ist vielleicht von der Spieleranzahl overall nicht der krasseste Server, aber die Top 30 ist wirklich extrem krass. Also ich habe auch schon echt einen stabilen Char hier als Assassine, voll legendär, full Legi Gems, ja, echt krasse Gildenboni, Portalbonus, auch Solo relativ gut dabei. Und trotzdem ist es wirklich ein Kampf hier in den Top 30. Also ich muss sagen, der Server ist wirklich, vor allem in den oberen Rängen, wirklich extrem krass. Also so viele Leute mit einer extrem krassen Festung, die Gilden sind übertrieben stark. Und es macht übertrieben Bock, weil man merkt wirklich die Competition. Also ich denke, mit dem Einsatz, den ich jetzt hier auf dem Char habe oder mit dem Char,
wäre ich wahrscheinlich auf den meisten Servern, vielleicht nicht easy, aber auf jeden Fall denke ich mal in den Top 10 vielleicht so recht sicher eingefahren. Aber hier, wir haben einfach echt extrem krasse Chars, sei es bei der Tavernenflotte, beim Heimathafen oder auch eben bei uns. Auch bei anderen Gilden sind teilweise wirklich sehr, sehr krasse Leute dabei. Deswegen ja, feiere ich auf jeden Fall und ich denke, nach der Dungeon-Pause werden wir teilweise richtige Banger-Chars haben. Also wirklich vielleicht schon teilweise mit Mine 100 oder ja, auf jeden Fall Mine 50 bis 100, also wirklich sehr, sehr hohe Minen. Festung dann schon ja Richtung Max und auch in der Unterwelt. Denke ich, werden wir wirklich sehr, sehr krasse Chars haben, wo dann ordentlich Stats bzw. Base-Stats gefarmt werden können. Deswegen, ich bin wirklich gespannt. Aktuell der Server bockt übertrieben. Jetzt kommt natürlich der Zeitpunkt, wo sich ein bisschen zeigen, wer halt die Ausdauer hat über die Dungeon-Pause. Aber ich bin da zuversichtlich, eben auch durch die Community. So, Tuni hat seine Community, was alle so ein bisschen befestigt und auch motiviert. Und Zombie hat halt eben auch seine Leute. Wir haben zwar viele Leute gehabt, die jetzt abgesprungen sind, leider. Aber ich denke eben auch die Creator durch deren Communities, dass sie so ein bisschen zusammenhalten und zusammen zocken, ja, bringen die Leute hoffentlich leichter durch die Dungeon-Pause, ohne dass sie schnell ihre Motivation verlieren, da man sich ja gegenseitig so ein bisschen pusht. So, auch zwischen den Gilden ist ein recht freundlicher Konkurrenzkampf. Klar will man gewinnen auf jeden Fall, aber es ist jetzt halb so wild, weiß ich nicht, wenn man verliert, ärgert man sich da jetzt nicht zu Tode. Klar, wenn man verliert, weil jetzt sich Leute nicht gemeldet haben, ist jetzt immer auch ein bisschen ärgerlich. Aber gut, was soll ich sagen, es gefällt mir auf jeden Fall sehr auf dem Server. Es kommt sehr, sehr viel Content auf dem Server, sei es vom Schilling, sei es vom Jumbake, sei es vom Tuni oder auch vom Mosen auf Twitch. Ich weiß nicht, wie aktiv der da EU5, ich habe hin und wieder mal reingeschaut. Aber es gibt auf jeden Fall EU5 Content, von mir natürlich auch. Und ja, jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit, nicht so viel jetzt beim legendären Dungeon, vielleicht nochmal ein bisschen, wenn ich vielleicht irgendwie Osteros oder so nochmal lege für das Pet eventuell. Aber sonst ja. Wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger kommen, ich bin mir noch nicht sicher, denn ja, wir sind halt in Dungeon-Pause. Vielleicht zu irgendwelchen krassen Sachen, Elevator, Dämonenportal oder einfach mal ein kleines Update, wie es aktuell so aussieht. Wenn ich in der Festung was skippe oder so, also wir werden sehen. Aber gut, das wäre es erstmal gewesen vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.